Im Ersten, was die Türkei anbelangt, ist es für mich, aber auch für die ganze Bundesregierung im höchsten Maße alarmierend, dass das hohe Gut der Presse- und Meinungsfreiheit immer wieder aufs Neue eingeschränkt wird. Und das jüngste Beispiel dieser an sich schon sehr traurigen Entwicklung ist ja das, was sich mit den Redakteuren und auch dem Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet abgespielt hat. Und wir haben hier sehr große Zweifel, dass das den rechtsstaatlichen Prinzipien entspricht. Wir werden, wie wir das schon bei Herrn Dündar gemacht haben, auch bei den jetzt verhafteten Kollegen und Journalisten dort natürlich die Ermittlungen genau verfolgen, die Verhandlungen verfolgen, und die Journalisten können sich unserer Solidarität gewiss sein, genauso wie all diejenigen, die in der Türkei unter erschwerten Bedingungen für Presse- und Meinungsfreiheit eintreten. Der deutsche Botschafter, Herr Erdmann, hat gestern in der Redaktion von Cumhuriyet auch einen Besuch gemacht, um nochmal zu unterstreichen, wie wichtig uns das Thema Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ist. Und wir werden das auf allen Ebenen unserer Kontakte natürlich auch immer wieder deutlich machen. Und natürlich spielt ein solches Thema auch in den Fragen der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union eine zentrale Rolle. Also die Situation ist alarmierend.